Okay, Leute, wir machen Folgendes. Wir ziehen uns zurück, dann sammeln wir unseren Wachturm wieder. Und da halten wir sie auf. Habt ihr verstanden? Diese Stellung dort werden wir halten und die werden sich nach Wünschen sich nie mit uns angelegt zu haben. Können wir weg? Können wir weg? Scheiße. Verbündeter Division-Agent getroffen. Würdest du mir kurz helfen? Ja, ja, ich bin da. Alles gut. Wir hier auf Leid, ich schätze, ihr seid Bundesagenten. Aber das ist egal. Ja, da drauf kommt. Ihr tut das Falsche. Und genau deswegen werden wir sterben. Die Männer, die euch gegenüberstehen, tun das, wozu niemand sonst die Eier hatte. Sie hätten fliehen können. Sie könnten zu ihren Familien gehen. Aber sie bleiben, um das Geschwür auszubrennen, damit es hier gestoppt wird. Sie haben sich geopfert. Und dann? Und dann kommt ihr und versucht, alles kaputt zu machen, weil ihr nicht manns genug seid, das zu tun, was getan werden muss. Das wird nicht klappen. Meine Jungs sind besser. Und hoch. Wir ziehen diese Sache hier durch. Und zwar zur Not. Über eure Leichen. Wieso über unsere Leichen? Ich hab so das Gefühl, der hat ein bisschen. Ja. Ein bisschen realitätsfremd. Was nicht? Ihr kleinen Säcke. Wieder ab nach hinten. Sonst ist ja auch nichts anderes wie sonst. Worauf wartet ihr noch? Geht da rein! Oh, wir sind da. Sind noch drin. Rechts. Ach ne, ja, links, oder kommt auf. Ist nur rechts. Gut, dann. Boah, fuck, da kam gerade einer meiner Axt vorbei. Autsch. Warte auf Wiederbelebung. Oh, schön. Den Typen mit der Axt habe ich nicht gleich so gesehen. Mal sehen, wann der Kurse kommt hier. Unten.
Notfall. Nicht ganz. Warten Sie noch einen Moment. Ich muss da jetzt raus. Warum dauert das denn so lange? Sorry, ein Problem mit den Gurken am Tank. Jetzt ist alles in Ordnung. Das wurde aber auch Zeit. Ja, dann komm mal her, Großer. Der mit seiner scheiß Fleischweide. Au! Scheiße. Zu spät geheilt. Ich bin am Boden. Bist du was? Genau hinter dir. Nicht raus. Ja, sagst du so einfach. Ich krieche ja vor mir hin. Oh, da kommt so ein Scheiß da oben drauf. Oh nein, natürlich steht das nicht da oben drauf. Uiuiui. Komm, der ist fast down. Jawohl. Sehr schön. Warnung! Detonationssequenz eingeleitet. Ach ja, jetzt war euer Haus ja. Yeah. 7 Kopfschuss. Okay. Zweimal wiederbeleben. Ja, ich muss dann sowieso mal wieder gucken, die ganzen Ausrüstungsteile, was Leben und so was angeht. In letzter Zeit immer wieder schnell am Boden. Jemand hätte Jill Ferrer sagen sollen, dass Verbrennen gesundheitsschädlich ist. Jetzt, wo er nicht mehr da und die Hauptquelle für Napalm außer Betrieb ist, werden die Cleaners viel leichter im Zaum zu halten sein. Ein Haufen Leute auf der Straße werden ihretwegen länger leben, auch wenn sie es nicht wissen. Gute Arbeit. Stufe 10. So, alles hin. Das ist mir unbekannt. Das nur? Das sind Sicherheitsflüge, echt gerne weitermachen. Das ist von der Freunde. Das ist unsere Chance. Das ist doch. Agent, zum Glück haben Sie diesen Pharaoh erwischt. Wir werden Ihnen ein Video hochladen, das wir gefunden haben. Sie alle schwer belastet. Mir wird schlecht, wenn ich das nur ansehe. Ja, das kennen wir ja. Also wenn du da nicht bewaffnet bist.
Yep. Ist nicht schön. Jo, komm, wir gehen in den Laster. Was ist nur das neue Waffe? Ja. Keine Ahnung, gucken. Ich hab keine Ahnung, manchmal treffe ich mit. Ziehe ich genau mit dieser Waffe auf den Kopf. Na, aber treffe nicht. Ich hab keine Ahnung warum. Denn so viel verzieht ihn nicht. Nein, komm, geh hier um die Ecke. Ich hab vorhin auch öfters mal auf den Kopf gezielt, abgedrückt. Keine Anzeige erhalten. Schaden gemacht hätte. Für ein paar coole Sachen lohnt es sich. Ah, wenig Sachen. Warum, die fliegen alle um mich rum? Hey, eine Schirmmütze. Achso. Ja, da haben wir noch einen Kampf. Ne, und hier hinten ist halt. Ist eigentlich das, was wir eigentlich auch machen müssten. Ich habe echt so das Gefühl, dass alles irgendwie zurückgesetzt wurde. Ich überlege, was wir alles schon gemacht hatten. Hier hinten bin ich mir auch ganz sicher, dass wir das auch schon hatten. Was wisst denn das Dark Zone? Ich hab doch gar nichts eingestellt. Achso, dann zeigt mir jetzt hier Straßensperre Dark Zone an. Ich glaube, da draußen ist jemand. Du meinst Hilfe? Das kleine Wiesel hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon ist gut. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Was suchst du? Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon ist gut. Unten war eine verschlossene Tür. Das kleine Wiesel hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst Ground Zero sein. Geht da ganz schön ab da drin, ey. Wir brauchen einen nicht mutierten Stamm des ursprünglichen Virus für einen Vergleich mit den Mutationen bei unseren Patienten.
Und den finden wir nur auf den originalen Dollarscheinen mit dem Originalvirus. Was bedeutet, Sie müssen rüber zu Abels und so viele kontaminierte Geldscheine wie möglich herbringen. Ach ja. Irgendwie ein bisschen anstrengend. Das alles wieder abzusuchen. Anstrengend, aber nervig. Jetzt ist es wieder, wir rennen wieder durch die Gegend. Es war geil, wieder die ganzen Orte hier und so. Es sieht teilweise wirklich mega duster aus. Ach ja. Na gut, noch ein bisschen leveln und dann kommen wir dann irgendwann in die Region, wo wir leveln. So, dann machen wir nochmal schnell das Kaufhaus hier. Okay, Agent. Sie suchen die Geldscheine, mit denen unser Freund Amherst seinen ursprünglichen Virenstamm verbreitet hat. Wir wissen, dass er viel über Abels in Umlauf gebracht hat. Mit etwas Glück müsste es da also reichlich kontaminierte Scheine geben. Und Zivilisten. Das Kaufhaus ist eines der größeren Flüchtlingslager, die wir überwachen. Ich will keine große Sache daraus machen, aber wenn Sie keinen Virusstamm für den Abgleich finden, können wir jedoch den Stoff aufgeben. Also, dass das klar ist, kein Druck. Links läuft noch was lang. Teilweise treffe ich, obwohl ich auf den Kopf ziehe, und manchmal ziehe ich und. Ja. Das sah schön aus. Warnung! Temperatur steigt. Erhöhte Kohlendioxidwerte gemessen. Nee. Oh oh, das hört sich nach einem Brand im Gebäude an. Ich füttere Isaac mit den Bauplänen für den Fall, dass Sie sie brauchen. Alles klar, also. Berechne Route zur Steuerzentrale des Brandschutzsystems. Das brennt hier nicht. Nee. Siehst du das? Ist es hier brennen? Tanzanit. Führen Sie so etwas? Oh Gott, sag mir, dass dir die Uhr nicht gefällt. Na los. Es tut mir leid, meine Kreditkarte funktioniert nicht. Das ist kein Problem. Bitte schön. Und $9.20 zurück. Wo ist fest? Also ab da oben. Oder? Ne, da hinten müssen wir oben gehen. Ach ja. Wir müssen das mal. Ja. Schnell durch. Warnung. Brandschutzsystem aktiviert. System in oberen Etagen blockiert. Manuelles Eingreifen erforderlich. Toll. Machen Sie weiter. Ich schaue auf den Plänen des Systems nach, wo es manuelle Zugriffspunkte gibt. Denken Sie daran, Agent. Sie müssen Geldscheine mit dem ursprünglichen Virenstamm einsammeln. Kontrollieren Sie alles. Registrierkassen, sammeln. Kasse im Café. Suchen Sie alles ab, wo Bargeld sein könnte. Gott sei Los, Dank. Raus hier mit euch. Mann, was für ein Albtraum. Weg hier, bevor uns diese Irren finden. Wieso hält man sich so freiwillig aus? Erfasse ein Echo in der Nähe. Test auf Viruskontamination negativ. Test auf Viruskontamination negativ.
Wir können hier unten. Auch können wir mit anderen machen. Ja, guck mal hier noch rum. Test auf Viruskontamination negativ. So, wieder nach oben. Hinten kommen wir schon. Ich war da schon beim Mitarbeiter. Oh, die sind aber schön gefallen. Potenzielle Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Ach, nee. Oh ja, ein Granatenhainis. Ich hoffe, die Cleaners fackeln nicht alles ab, bevor sie diese Geldscheine gefunden haben. Selbst wenn nicht, extreme Hitze zerstört DNA. Ab etwa 95 Grad Celsius brechen die kovalenten Bindungen und dann löst sich die Doppelhelix auf wie ein billiges Abschlussballkleid. Ein Grund mehr, sie in Schach zu halten, Agent. Wie gesagt, kein Druck. Wir rennen doch schon durch die Gegend. Test auf Viruskontamination negativ. Test auf Viruskontamination negativ. Oh mein Gott! Warnung, Brandgefahr entdeckt. Dem Plan zufolge müsste da irgendwo eine manuelle Zugriffsmöglichkeit sein. So, von hier drüben sind wir auf jeden Fall immer sicher. Warnung! Größere Viruskonzentration entdeckt! Bingo! Dann müssen unsere infizierten Geldscheine in der Nähe sein. Halten Sie die Augen offen und lecken Sie sie nicht ab. Finger aktivieren. Warnung! Brandgefahr entdeckt! Ich habe einen anderen manuellen Zugriffspunkt auf das Brandschutzsystem gefunden. Ich schicke Ihnen den Standort. Sind ja schon unterwegs. Duschen! Wenn man ganz nach rumrennt, dann muss man nochmal duschen. Alarm! Feinde in der Nähe entdeckt! Alter, hier wird nicht gejumpt. Jumpt der erstmal genau weg, wenn ich auf den schießen will. Die denn? So scheiß Nebel sehe ich ja fast gar nichts. Ich hab ja so einen scheiß Lieder an den. Lasst ihr euch alle von der Eckhörung verteilen! Lieder an der eliminiert. Nur noch der Gelbe.
Sehr schön. Ich will nicht darauf herumreiten, Agent, aber ich brauche dieses Geld. Intakt. Bei Zimmertemperatur. Keine verbrannten Ränder. Verbrannt heißt Hitze und Hitze heißt runter mit dem Ballkleid. Und vermeiden Sie dabei, getötet zu werden. Verbrannte Agenten helfen uns auch nicht weiter. Also nicht sterben ist sehr gut. Warnung. Virus-Kontamination bestätigt. Halten Sie die Augen offen, Agent. Angehörige der JTF haben gerade das Eintreffen weiterer Cleaners beobachtet, während Sie oben beschäftigt waren. Gehen Sie ihnen aus dem Weg. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir brauchen diese Scheine. Fabrik neu, sozusagen. Warner, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Säubern Sie den Bereich. Chemischen Tank. Da schießt das Ding nie dahin. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Das wissen wir. Sehr schön. Da ist noch ein lilaner Heli. Wo wollte denn der hochklettern? Weg. So, ich hab mal Handschuhe gekriegt. Passend für die Jahreszeit. Oh! Das war ein Selbstmordattentäter. Unbeschädigte Scheine mit dem ursprünglichen Virenstamm zu finden, weil nee, ich hab den beschossen. Nadeln im Heuhaufen. Ja, aber dann ist er ja kurz vorm Explodieren gewesen und ist auf die Stufe. Ich kann ihre Rückkehr kaum erwarten. Und, oh, Agent, die nächste Runde geht auf mich, falls es eine gibt. Hey, Stufe 11. Es wird langsam. Nur noch 3 Stufen vom alten Spielstand entfernt. Dann haben wir es langsam wieder.